Hallo und willkommen zurück zu BioShock Infinite. Yay! Du hältst mich wohl für so eine Art Freak. Hm? Ein Mädchen, das Tote aufwecken kann. Dessen einzige Bekanntschaft ein riesiges Vogelwesen ist. Nein. Ich muss lächerlich wirken. Du hast nur schlechte Karten erwischt. Hm. Ich gehe nicht in diesen Turm zurück, auf gar keinen Fall. Die hören erst auf, wenn sie dich haben. Warum? Was habe ich ihnen getan? Du machst ihnen Angst? Gut. Well. Ja, das mussten wir uns jetzt leider alles gerade nochmal anhören, weil because es ja hier keine Eigenspeichersachen gibt und man nur an Checkpoints speichern kann. Bullshit. Um alles kaufen zu können, was sie euch andrehen, um euch klein zu halten. Aber Daisy Fitzroy. Keller. Es gibt einen anderen Weg, und zwar. Fink ist schuld am Zustand dieser Leute. Vielleicht hat Daisy recht. Vielleicht sollte sie ihm das alles heimzahlen. Aber erst bezahlt sie uns. Wir brauchen Waffen und dann das Luftschiff. Oh. Wo willst du schon wir wieder? Wir könnten direkt zu der Polizeistation gehen. Oder wir sehen uns in der Bar um. Was meinst du? Ich bin für Umsehen. Los, mach! Beeilung! Schlag zu! Los! Fester! Schlag fester zu! Das Ding kriegt kaum eine Delle, verdammt! Ich hab Hunger, Bill! Erhebt euch, Brüder! Feuer! Well. Ups, ich hätte mal wieder nicht klauen sollen. Das war gemeint mit vor einigen Folgen. Diebstahl hat Folgen. Oh. Well, hätte ich das gesehen. Das hätte eventuell den Leuten hier geholfen. Shit. Am liebsten würde ich ja jetzt neu laden, aber... es ist passiert. Oder warte mal, vielleicht können wir da noch was machen? Los. Geht klar. Ändert leider nichts mehr. Sehr tragisch. Ist jetzt nicht so prickelnd, dass wir das unbedingt anziehen wollen. Da ist die Verwahrstelle. Wir müssen an der ganzen Armee vorbei, um an die Geräte zu kommen. Tötet ihn!
gefunden. Okay, das geht also nicht. Kann er nicht auf das Schiff raufgehen? WTF. Munition! Hier! Super, Achtung! Schön! Komm jetzt. Öffne ihn. Geht klar. Bleib ganz entspannt. Vielen Dank. Für das Vaterland. Oh. Ich sehe zu, dass ich noch was finde. Gnade ist Sache des Herrn. Dir.
Meine Fresse. Wir müssen da wahrscheinlich rüber, sonst respawnen die ganze Zeit. Nehme Deckung! Oh. Also! Versuch nachzuholen! So, Elizabeth? Echt? Dieses olle Schloss? Bitte. Jo. Also dafür, dass es hier eine Polizeistation ist, ist das ganz schön dark. Was war das? Für die alle... Ach, sie ist das mit ihren Hacken. Nee, wir wechseln nicht zum anderen MG. Hab ich keinen Bock drauf. Racial Purity? Hab ich irgendwas übersehen? Deckung. Ja. Schlagt ihn tot! Da! Bitte sehr! Seht ihr ihn? Deine Schuld! Statuier dein Exempel! Verglichen mit dem Glauben. Ups! Der Herr urteilt, ich handle. Hab nichts gefunden. Ein Fläschchen Salze. Bitte sehr. Schön. Es gibt den Job und es gibt das Leben. Ich werde dafür bezahlt, dass ich die gottverdammten Vox hasse. Und ich nehme das Geld. Aber was schadet's, mit Fitzroys Leuten einen zu heben? Ich muss aber einen zu viel erwischt haben. Ich habe nämlich den Schlüssel für die Beweismittelverwahrung an den Barkeeper verloren. Oh. Wenn das rauskommt. Da hätten wir mal vielleicht doch erst in die Bar gehen sollen.
Shit, Pickles. Das sieht ja auch aus, ey. Gott verdammt. Geknackt? Erledigt. Schild. Genau das. Landen von Zwergen von der Nähe zurückgestoßen. Wir jetzt brauchen. Ey. Wenn du unbedingt... lass wir es mal lieber. Abends haben sie sich oft heftig gestritten, Lady Comstock und der Prophet. Ich konnte aber von meiner Schlafnische aus nie verstehen, worum es ging. Nach dem schlimmsten Krach ist sie nicht zum Morgengebet gegangen. Da habe ich mich zu ihr raufgeschlichen, um nach ihr zu sehen. Und wie eine Närrin blieb ich zu lange. Als ich in Comstock House anfing, rief man mich Küchenmagd. Als ich von dort flüchtete, rief man mich Mörderin. Das Blut hier ist aber merkwürdig, findest du nicht auch? Das sieht so weggeblasen aus. Moment, lass mich mal einen Bonger einwerfen. Da sind sie, die Geräte. Jetzt müssen wir sie zur Vox schaffen. Dann kriegen wir unser Luftschiff. Hier ist ein Schloss. Bin dabei. Fertig. Erstaunlich wenig Polizisten. Wem hilft es wirklich, wenn wir der Vox Populi Waffen besorgen? Es wird uns helfen. Daisy kann all das ändern, oder? Die Lage der Menschen hier verbessern. Klar. Ich glaube, er hat auch so denselben Gedanken gehabt wie ich. Man tauscht im Endeffekt nur einen Tyrannen gegen den anderen aus, also... sie ist noch relativ naiv, hat da von der Welt noch nichts gesehen, da ist das, nicht verwunderlich. The Founders will bleed. Indeed. Aber wir können das unmöglich alles zur Werkstatt schleppen. Mist, das haben wir natürlich nicht bedacht. Was ist das? Es sieht aus wie ein Riss. Zu einer anderen Version dieses Raums, ohne Geräte drin. Tja, wenn die Geräte nicht dort sind... Dann müssen sie in der Werkstatt sein. In der Werkstatt. Bocca, wenn wir diesen Riss betreten, ich glaube, dann gibt es kein Zurück. Willst du das wirklich tun? Also klauen wir jetzt quasi seine Geräte von einer Dimension und stecken sie in eine andere Dimension? Mach.
zu diesem Schmied und bringen es zu Ende. Ich möchte schnellstmöglich auf dieses Luftschiff und weg von hier. Booker, wenn die Vox ihre Waffen hat, gibt es eine Revolution wie in Les Miserables. Dann haben die Menschen ein besseres Leben. Ja. Ja, da muss ich ihm diesmal leider zustimmen. Nicht wirklich. Oh, das hört sich an, als wäre hier hell auf Erden. Okay, sie ist still dead. Oh. Alter Schwede. Habt ihr einmal einen Wald zu Beginn eines Waldbrands gesehen? Kurz vor den ersten Flammen sieht man die Beutelratten und die Eichhörnchen durch die Bäume fegen. Sie wissen, was kommt. Aber die fetten Bären mit ihren Bäuchen voller Honig, tja, die kriegt man kaum dazu, aus ihrem behaglichen Winterschlaf aufzuwachen. Wir gehen nach Emporia. Mal sehen, was nötig ist, um sie aus ihrem Schlummer zu reißen. Oh Gott, so war es noch nie. Wieso ist es weg? Ich stehe still. Jetzt bin ich nicht. Ich dachte, zwei Dinge. Meine Arme, alles davon. Ah, hier braucht man auch einen Schlüssel. Scheiße, ich hab gehofft, in dieser Version braucht man hier keinen Schlüssel. Gott verdammt, könnt ihr mal die Fresse halten. Ist ja nervig. Ja, ich würde mal sagen, wir machen dann an der Stelle einen Break und machen dann in der nächsten Folge weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye!